2-1 für IBE. In der ersten Halbzeit hat es noch etwas anders ausgesehen. Es war ein krasser Steigerungslauf. Wie hast du es erlebt? Ja, ich glaube, danke Albi. Ich glaube, wir haben gut angefangen die erste Halbzeit. Wir haben die ersten 2 Chancen gehabt. Und ja, leider ist noch das alte Lied, sage ich jetzt mal, wo man das ja so verfolgt, dass wir jetzt vielleicht zu wenig effizient sind, beziehungsweise nicht schaffen, in Führung zu gehen oder die ersten 1-2 Chancen halt zu nutzen. Und nachher hat Luzern gut gemacht, hat Schwierigkeiten bereitet, wir haben nicht so viele Chancen gehabt, aber ich glaube, in der zweiten Halbzeit, ja, irgendwie in dem Wissen, dass du dich steigern kannst, in dem Wissen, dass du jedes Spiel kannst drehen kannst, ist es mittlerweile, ja, ich will jetzt nicht sagen Selbstverständlichkeit, das wäre vielleicht ein Hochgriff, aber es ist einfach so, ja, wir wissen einfach, was wir können, wir wissen, dass wir gut sind vor, wir wissen, dass wir Goal schießen können. Und das haben wir dann heute wieder in der zweiten Halbzeit gezeigt. Und ich glaube, in der zweiten Halbzeit ist auch dann souverän und auch verdient gewonnen. Das Selbstverständnis, das du ansprichst, das ist auch ein bisschen das, was ich glaube, auch an der Effizienz wiederum ein bisschen hindert. Trotzdem hat man in der Pause, habe ich mit dem Messer Siero geredet, er hat gesagt, wir können das, wir können in der Pause reinkommen und sagen, jetzt kehren wir das Spiel und dann passiert es. Ja. Was macht es aus? Was braucht es für das? Ja, ich glaube, es braucht den Erfahrungswert, den wir haben. Und ich bin jetzt seit 12 Monaten, 18 Monaten hier. Und ich habe noch kein Heimspiel in der Liga verloren. Also das ist, glaube ich, das sagt alles. Und ich weiß nicht, wie viel die Heimsieg momentan ist oder am Stück ist. Ich glaube, der 15. oder so, ja, 16. Ja, seit dem 6. Oktober 2018. 18. Eben, nie mehr verloren. Ja. Also ich muss dazu sagen, ich hätte gerne mal die Europa League mehr vielleicht gewonnen. Dafür habe ich immer das Heimspiel verloren zwischendurch. Aber nein, es ist Wahnsinn, das Selbstverständnis, das wir haben. Woher das kommt, ich glaube, es kommt einfach von den Resultaten, von der Qualität, vom Selbstvertrauen, das wir daheim einfach haben. Und jetzt müssen wir das aber auch dann wiederum schaffen, dass wir auswärts mal vielleicht ein Spiel haben. Was immer kann passieren in Rückstand geraten, dann ein Penalty. Und dann musst du auch auswärts in der Lage sein, so etwas zu drehen. Oder auswärts in Führung kommen, das Spiel können zu gewinnen. Aber eben, du sagst es selber, die Effizienz oder das Selbstverständnis, das hat man eigentlich. Wie münzt man jetzt das um, dass man das eigentlich von Anfang an wieder herbringt? So das Selbstverständnis, dass man eben auf den Platz geht und einfach mal einen schiebt? Ja, indem man die Chancen nützt. Ganz einfach. Ja, es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, da gibt es keine Zauberformel dafür. Ich glaube, wir müssen dranbleiben. Und weiter Gas geben. Ich glaube, es ist ja nicht so, dass wir uns irgendwie in der ersten Halbzeit komplett schwer da haben und gar keine Chance haben, sondern wir haben die Chance gehabt. Wir haben am Schluss die Chance gehabt, um vielleicht 3 oder 4 zu gewinnen. Und dann, ja, dann heisst es ein souveräner Sieg von ihm und jetzt ist wieder ein knapper Sieg. Was aber auch auszeichnet, dass wir am Schluss eigentlich nie ein Goal bekommen oder ein Spiel noch aus der Hand geben. Also von dem her, ich bin eher ein Typ, der positive Sachen rausstreicht. Und ja, ich freue mich über die 3 Punkte, die sind wichtig. Jetzt sind wir Tabellen führen, dort wo wir rennen wollen am Ende der Saison. Und das gibt uns ein gutes Gefühl. Für die Europa League am Donnerstag und dann auch für den nächsten Sonntag in Lugano. Du sprichst es bereits an, am Donnerstag auswärts gegen Cluj, es geht Schlag auf Schlag. Es ist eine extrem intensive Zeit, auch mit dem, was alles drumherum passiert. Ja, es ist extrem. Es ist auch so ein Wechselbad der Gefühle, sage ich jetzt mal. Am Donnerstag ja, heisst es zuerst mal 9'000 Zuschauer kommen, dann sind es plötzlich nur 1'000, dann verlierst du knapp gegen AS Roma, wo du ein gutes Spiel machst. Dann kommt am Samstag die Meldung, gar keine Zuschauer, die Familie, die eigentlich wäre, meine Frau wäre wieder gekommen, mit meinem Sohn heute Nachmittag. Müssen absagen und ja, dann gehst du in den Rückstand. Das ist wirklich so eine verzwickte Situation. Aber ich glaube, wir tun gut daran, auf uns zu schauen, uns auf unsere Leistung, auf unsere Performance zu fokussieren. Und das haben wir heute wieder gemacht, vor allem in der zweiten Halbzeit, wo wir es dann auch belohnt haben. Ich glaube, es gibt jetzt sicher noch eine kurze Analyse intern zu diesem Spiel heute. Und dann ist es abgehackt und Fokus auf den Donnerstag. Ja, und dann ist ein Tag frei, der auch gut tut zwischendurch. Mal daheim bleiben, mal ein bisschen Zeit mit der Familie zu verbringen. Mal ein bisschen in die Natur gehen, mit dem Hund spazieren, ein bisschen abschalten. Das tut gut, das ist glaube ich sehr, sehr wichtig. Und ab dem Dienstag dann geht die Vorbereitung auf Cluj los, dass wir uns ja, gut vorbereiten, dass wir auch körperlich wieder im Saft sind und dass wir einfach wieder ja, an die Leistungen von der letzten Woche anknüpfen. Ich glaube, die Leistungen sind gut gesehen, die Punkte haben wir vielleicht ein bisschen zu wenig geholt, aber die Leistungen sind in Ordnung und die müssen wir anknüpfen und wie am Anfang gesagt, einfach die Effizienz wieder hinbekommen. Vielleicht mal aus 2 Chancen 2 Goal machen am Anfang und dann spielt es vielleicht auch leichter. Gut, dann wünschen wir euch einen schönen, freien Tag. Ich glaube, den habt ihr euch verdient. Merci. Und wir freuen uns auf den Donnerstag. Mach's gut. Wir auch. Danke. Merci, Fabu. Silvan Hefti, zuerst mal alles Gute zum Geburtstag. Ein wunderschönes Geschenk, das dir da deine Kollegen mit dir natürlich auch du selber dir gemacht haben. Ja, ich freue mich sehr darüber. Danke vielmals. Klar, wir gehen mit dem Ziel rein, um jedes Heimspiel zu gewinnen. Das ist logisch. Und es war hart umkämpft heute, aber ich glaube, aufgrund der zweiten Halbzeit dann auch verdient. Jetzt so die erste Halbzeit war recht hart. Gewesen. Man hatte das Spiel schon in der Hand gehabt. Trotzdem, nach der 19. Minute der Penalty, der auch ein bisschen unglücklich ist, kann man sagen, schwierig gewesen, wieder zurückzukommen. Ja, also ich glaube, wir sind gut im Match gestartet, sind bereit gewesen, haben Balleroberungen bei ihrem Aufbauspiel können haben, was auch unser Plan war, den haben wir gut umgesetzt. Leider hat es dann dort nicht bis zum Goal gelangt, ein paar Mal knapp gewesen.
Ja, dann ist in unserem 16er, ein bisschen, auf Deutsch gesagt, ein bisschen müssen, hin und her und so. Und dann rutscht zwei ineinander, also von meinem Blickfeld. Und relativ klar vom Schiri entschieden, darum müssen wir es akzeptieren. Und er macht sie dann auch souverän. Nachher haben wir dann schon vielleicht ein bisschen Mühe gehabt, zum klare Goalchancen rauszuspielen in der ersten Halbzeit. Aber ich bin froh, dass wir den zweiten zwei schöne Golen können machen. Wir haben vorhin mit dem Fabio geredet, er hat gesagt, die Mannschaft hat einfach das Selbstverständnis, dass man weiss, wir haben die Qualität, das Spiel noch zu kehren. Das hat man gemerkt, als er aus der Kabine kam. Irgendetwas hat gedreht. Was passiert in diesem Moment mit der Mannschaft? Ja, es ist nicht nur dort aus der Kabine. Auch wenn das Spiel anfängt oder wenn wir 1-0 in der 3 sind. Das war schon im ersten Spiel gegen Zürich so gewesen, relativ früh. Man weiß einfach, dass in der eigenen Reihe viel Qualität drum ist. Und das gibt einem natürlich Selbstvertrauen. Und man findet sich immer mehr von Woche zu Woche. Auch mit dem Europa League-Spiel unter der Woche. Und so haben wir gutes Vertrauen, dass man einfach immer wieder Angriff um Angriff probiert zu spielen. Und dann irgendwann muss ich reingehen. Du hast es bereits gesagt. Also morgen, wir haben es gehört vom Fabio, dreht frei. Ein Tag, wo du deinen Geburtstag kannst nachfeiern kannst. Ja, vielleicht schon. Aber ich glaube, in der jetzigen Zeit ist es schwer, zum grossen Fest zu machen. Was aber auch klar ist, darum im kleinsten Familienkreis ein schönes Zusammensein macht mich am glücklichsten. Und ein Stück Kuchen hoffentlich. Ja, ein Stück schon. Selbstverständlich. Das habt ihr noch verdient. Merci vielmals. Dankeschön. Habt eine gute Erholung und dem Donnerstag viel Glück. Danke vielmals. Merci vielmals. Danke.